Heute haben wir ein neues Thema, die Ungleichungen lösen. Das ist eigentlich nur eine Wiederholung. Also da kommt heute fast nichts mehr Neues dazu. Ist schon bloß ein bisschen länger her. Deswegen müssen wir die Wiederholung mal noch uns anschauen. Die findet ihr auch im Buch auf der Seite 13 links unten. Denn vom Prinzip her geht es bei Ungleichungen lösen eigentlich genauso zu wie bei Gleichungen lösen. Ja, wir müssen so wie bei Gleichungen vorgehen mit Äquivalenzumformungen. Den einzigen Unterschied, den er erkennt, das ist dieses Zeichen hier in der Mitte. Da gibt es auch noch drei andere. Also das nenne ich jetzt mal die Ungleichheitszeichen. Ich habe es in Anführungsstrichen gesetzt, weil dieses Wort eigentlich nicht so gibt. Das erste Ungleichheitszeichen ist das hier. Heißt übersetzt kleiner als. Also hier oben in der Aufgabe würde es jetzt heißen, dieser Term links ist kleiner als der Term rechts. Dann gibt es aber noch andere Zeichen, nämlich das hier ist genau das Gegenteil, nämlich größer als. Wenn ihr da richtig aufpasst habt, beim letzten Thema kam das auch schon vor. Wenn beim Kreis, wenn dies Kreisinnere gemeint war, dann sind es alle Punkte gewesen, die kleiner als irgendein Wert entfernt waren. Und das Kreisäußere, wenn alle größer als irgendein Wert entfernt waren. Und da gab es auch andere Zeichen, nämlich zum Beispiel dieses Zeichen hier. Das hieße dann kleiner oder gleich. Ja? Also zum Beispiel dieser Linksterm wäre dann kleiner oder auch gleich der Rechtsterm. Heißt nicht anders, dass beides möglich ist. Also dass es entweder kleiner sein kann oder eben gleich sein kann. Und beim Kreis war das dann das Kreisinnere plus die Linie. Also die konnte dann auch dazugehören. Und wenn es in einer Textaufgabe vorkommt, spricht man hier für dieses Zeichen auch häufig von dem Wort höchstens. Also wenn eine Textaufgabe kommt und ihr lest höchstens, dann handelt es sich meist um dieses Zeichen. Als letztes Zeichen dann noch das Größergleichzeichen. Wenn wir das bei einem Kreis gezeichnet haben, dann war das die Kreislinie und das Kreisäußere. Und das umschreibt man häufig mit dem Wort mindestens, wenn es in einer Textaufgabe vorkommt. So, das sind jetzt die vier Ungleichheitszeichen, so als Wiederholung. Die können jetzt in solchen Aufgaben hier in der Mitte stehen. Umgeformt, also zur Lösung gebracht, wird diese Ungleichung mit Äquivalenzumformungen. Also genauso wie es es bei Gleichungen kennt. Als erstes tue ich auf beiden Seiten minus 1,6 rechnen. Ja? Denkt dran, eine Äquivalenzumformung heißt, ich muss auf beiden Seiten minus 1,6 rechnen. Auf der linken Seite und auf der rechten Seite. Auf der linken Seite fällt es dadurch weg und auf der rechten Seite muss ich 5,2 minus 3,6 rechnen. Das gibt dann 1,6. Nach unserer alten Regel, dass wir alle Terme ohne x auf die eine Seite und alle mit x auf die andere Seite schicken, muss ich als nächstes minus 0,8x rechnen. Also steht dran minus 4x kleiner 3,6. So, und jetzt kommt die Ausnahme, denn das ist auch hier schon mit einer grünen Farbe gekennzeichnet. Ich teile hier durch minus 4. Genau wie bei einer Gleichung möchte ich hier das minus 4 vorne wegbringen. Das ist noch erlaubt. Nur, hier ist es schon grün markiert, da muss sich dann etwas ändern, ja? Nämlich dieses Zeichen. Das nennt man das sogenannte Inversionsgesetz. Wird nämlich bei einer Äquivalenzumformung eine negative Zahl multipliziert oder wie in diesem Fall eine negative Zahl dividiert, ändert sich das Ungleichheitszeichen. Also wenn vorher kleiner stand, steht jetzt größer. Wenn vorher größer stand, steht danach kleiner. Wenn davor kleiner gleich stand, steht danach größer gleich und so weiter. Ja, es ändert sich aber nur dieses Zeichen, nicht dieses Gleichzeichen. Das bleibt dann immer dran. Also wenn kleiner gleich hier dran stand, wird daraus größer gleich. Ja, gut, also da oben betrifft es nicht. Da oben sind die Äquivalenzumformungen völlig in Ordnung. Diese Plus- und Minus-Äquivalenzumformungen, da ändert sich nichts. Nur wenn ich ein geteilt oder ein Malzeichen und dazu eine negative Zahl habe, dann dreht sich das Ganze um. Habe ich hier eine positive Zahl, passiert nichts. Also es muss die Kombination aus einer Punkt- oder Malaufgabe, Geteiltaufgabe sein, mit der Kombination einem negativen Zahl. Gut, dieses Ergebnis x größer minus 0,9, das müssen wir jetzt in einer Lösungsmenge darstellen. Bei den Gleichungen, da war es recht einfach. Da hat man einfach das, was das Ergebnis war, das war die Lösungsmenge. Die Lösungsmenge bei den Ungleichungen muss man in der beschreibenden Form angeben. Denn das sind ja jetzt alle Werte, die größer sind als minus 0,9. Und das schreiben wir so. Das sind ist die Menge aller x und dieser Strich heißt mit der Eigenschaft x
Größe minus 9. Und das heißt jetzt nichts anderes, dass ich alle Werte einsetzen darf, die größer sind als minus 9. Minus 8,9, minus 8,8, minus 8, minus 7, minus 6, plus 5 und so weiter. Das beinhaltet jetzt alle. Natürlich muss ich immer noch berücksichtigen, ob diese Punkte, die da rauskommen, auch in der Grundmenge drin liegen. Das wird fast immer der Fall sein. Wenn einmal die Grundmenge nicht Q ist, dann bitte bei der Lösungsmenge aufpassen, mit was man hier angibt. Da machen wir später noch ein Beispiel. Es kann auch sein, dass man die Lösung auf einer Zahlenhalbgeraden angeben muss. Dieser Fall wäre das. Das heißt, wir markieren einfach auf einer Zahlenhalbgeraden, wo wir die Werte eintragen, alle von minus 9 bis unendlich. Also hier drüber hinaus quasi. Problem dabei ist, wir müssen irgendwie kennzeichnen, ob diese minus 9 dazugehört. Und das macht man mit eckigen Klammern. Eckige Klammer in die Richtung heißt, sie gehört nicht dazu, diese Zahl. Wäre die eckige Klammer in diese Richtung nach rechts, dann würde die Zahl dazugehören. Das wäre zum Beispiel der Fall, wenn x größer gleich minus 9 dran stünde. Ja? Also, offene Klammer nach links heißt, diese Zahl gehört nicht dazu. Geschlossene Klammer, also zur Menge dazugewandt, das heißt dann, gehört dazu diese Zahl. Das Ganze bitte jetzt ins Themenheft übernehmen.